Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zertifikate aktuell. Heute knöpfen wir uns mal so ein bisschen die Märkte vor und da, wenn wir auf den DAX zum Beispiel gucken, der ist in letzter Zeit ja dann doch eher seitwärts unterwegs gewesen. Also unterm Strich hat sich da nicht so richtig viel getan. Stellt sich die Frage, was macht man in so einer Situation, was heißt das für Anleger? Und dazu begrüße ich ganz herzlich Christian Köker von der HSBC. Hallo Frau Gehme. Ja, wenn wir es uns jetzt mal so ein bisschen im Chart angucken, das sieht jetzt dramatischer aus, als es tatsächlich war, weil wie gesagt, unterm Strich ist nicht so irre viel passiert. Also der DAX kommt nicht so richtig aus den Puschen, um es mal so zu formulieren. Und es gibt ja tatsächlich auch ein paar Gründe für die Zurückhaltung. Also Italien, Haushalt aktuell, Zinssorgen, USA. Stellt sich dann dementsprechend die Frage, müssen wir uns daran jetzt gewöhnen? Ja, es scheint schon so der Fall zu sein, denn ausgehend vom Jahresbeginn haben wir aktuell etwa 7% Performance im negativen Sinne. Also wir sind sozusagen gerade auf der, ja, auf dem rückwärts laufenden Weg unterwegs hier, was die Performance angeht. Und der Chart, der stellt das eigentlich ganz schön dar, auch wenn wir natürlich jetzt hier nicht so die riesigen Kursverluste haben. Aber klar ist, dass wir den Eindruck haben müssen, dass dieses Jahr eine mehrjährige Hossephase dem Ende zugeht. Es sei denn, das dritte Quartal ist wirklich nochmal mit einer fulminanten Schlussoffensive dabei. Und wenn wir uns die Gründe anschauen, die jetzt dieses Jahr abwärts laufende Zickzack-Muster ja verursacht haben, dann haben wir natürlich als allererstes den allseits schwelenden Handelsstreit, insbesondere zwischen den USA und China. Wir haben aber auch eine insgesamt abkühlende Weltwirtschaftssituation. Der IWF hat gerade seine Prognosen für Deutschland, aber auch für andere Länder nach unten korrigiert. Und wir haben natürlich auch nochmal so lokale Krisenherde, wie beispielsweise jetzt zuletzt die Türkei, wo man sich dann fragt, greift das auch noch auf andere Länder über? Und dann haben wir natürlich auch branchenimmanente Themen, wie zum Beispiel die ganze Automobilbranche, die durch die Dieseldebatte belastet ist. Also da kommen viele Faktoren zusammen. Vieles ist auch für die Exportnation Deutschland relevant. Brexit ist auch ein Thema, was uns gar nicht mehr loslässt, wenn man so mal möchte. Und das sind alles Sachen, die jetzt eher einen negativen Touch haben. Mhm. Und deswegen haben wir dann doch eher so ein verhalten pessimistisches Bild momentan. Also verhalten pessimistisches Bild könnte also sein, also so Ihre Meinung, dass es dementsprechend, dass der DAX auch weiterhin nicht so richtig aus dem Knick kommt. Meine Faktoren gibt es ja im Moment genügend. Da stellt sich für Anleger natürlich immer die Frage, ja, was tun? Also es schwankt ein bisschen hier, es schwankt ein bisschen da, ansonsten passiert nicht viel. Also was bietet sich da zum Beispiel dann auch von Produktseite an? Ja gut, man muss jetzt noch keine riesen Panik haben. Also gerade hier in Deutschland ist die Welt ja noch einigermaßen in Ordnung. Wir sind ja so ein bisschen die Insel der Glückseligen. Wir haben immer noch einen sehr, sehr intakten Arbeitsmarkt. Auch die deutsche Wirtschaft läuft noch ganz gut, auch wenn nicht mehr so wie bisher. Aber trotzdem ist es schon so, dass man das Gefühl hat, zyklisch bewegen wir uns ein bisschen an einem Scheitelpunkt, wo es jetzt vielleicht auch mal ein bisschen schwächer laufen könnte. Deswegen merken wir auch in den Gesprächen, ich sag mal, mit institutionellen Investoren, dass so dieses Risikobudget runtergefahren wird, dass man vielleicht nicht mehr ganz so optimistisch ist. Und das ist vielleicht auch etwas, was ich Privatanleger ein bisschen näher anschauen sollten, sollte ich vielleicht auch meine Positionen im Depot, die sehr risikobehaftet sind, reduzieren? Sollte ich vielleicht direkte Aktienmarktengagements tauschen, vielleicht auch Richtung Teilschutzzertifikate? Und da kommen wir natürlich dann mit unserem, ich sag mal, Sendungsthema auch ganz schnell hier auf den Punkt, wo wir sagen können, da gibt es eben einige Produkte, mit denen man nicht unbedingt ein Untergangsszenario an die Wand malen muss, aber wo man vielleicht von leicht fallenden oder seitwärts laufenden Märkten ausgehen kann. Und da haben wir es natürlich dann mit Aktienleihen, Bonuszertifikaten, Discountzertifikaten, eine reichhaltige Auswahl. Aber gerade in einem solchen Marktumfeld, wo es vielleicht tendenziell sogar ein bisschen mehr nach unten geht, gibt es auch noch eine ganz interessante andere Produktgruppe, nämlich die Reverse Cap Bonuszertifikate. Die gucken wir uns jetzt genauer an, aber jetzt halten wir erstmal auch für die Zuschauer fest. Also ich überlege mir quasi gerade die Gründe, was passiert, gucke mir dann also an, was erwarte ich für eine weitere Börsenphase, eben auch mal so ein bisschen über den nächsten Tag hinausgedacht, jetzt nicht nur kurzfristig, sondern eben auch ein bisschen längerfristiger quasi. Mhm. Und dann suche ich mir die entsprechenden Produkte. Und auch da, wir haben jetzt ja verschiedene im Vergleich, muss man natürlich wieder sagen, okay, was sind dann jetzt hier die Unterschiede? Also es sind beides Reverse Cap Bonuszertifikate. Wir sehen es an den WKNs, es sind jetzt zwei unterschiedliche. Vielleicht muss man erstmal was ganz grundsätzlich sagen. Wir haben es hier also mit Produkten zu tun, die darauf setzen, dass der Markt, in diesem Fall der DAX, eher seitwärts, leicht abwärts oder bestenfalls ganz leicht aufwärts tendiert. Also der View, den man haben muss, wenn man so ein Produkt für geeignet dann auch empfindet, ist seitwärts oder latent abwärts. Ja, also ganz falsch ist man mit diesem Produkt, wenn man optimistisch weiter ist, dann sollte man am besten jetzt gar nicht weiterhören, wenn man so möchte. Dann ist es vielleicht rein informativ für die nächste Börsenphase. Aber wir haben es hier mit Bonuszertifikaten zu tun, die das klassische Prinzip eines Bonuszertifikates gewisserweise auf den Kopf stellen. Das heißt, wir haben jetzt ein Kursniveau auf der Oberseite, was nicht berührt werden darf vom DAX während der Laufzeit, weil sonst eben der Anspruch auf eine Bonuszahlung verfällt. Am besten kann man das wahrscheinlich
an einem konkreten Beispiel nachvollziehen. Wenn wir jetzt erstmal im ersten Fall hier auf die vielleicht rechte Spalte schauen, dann das ist das konservativere Produkt. Da haben wir diese Barriere, von der ich gesprochen habe, bei etwa 14.000 Punkten. Mhm. Das heißt, die ist gut und gerne 2.000 Punkte weg. Das hört sich erstmal relativ viel an, entspricht einem prozentualen Abstand von etwa 17%. Das heißt, bis zu dem Datum hier, wo das Produkt endet, nämlich Mitte nächsten Jahres, darf der Markt nicht mehr als 17% steigen. Mhm. Wenn das nicht passiert, dann fahre ich hier eine PA-Rendite von 4,45% ein. Das heißt, wenn der Markt leicht steigt, also nicht mehr als die 17%, seitwärts tendiert oder weiter so nach unten sich ein bisschen arbeitet, dann ist das für dieses Produkt das perfekte Marktumfeld, denn dann erziele ich trotzdem noch eine positive Rendite von knapp 4,5%. Und das ist letztendlich für die Anleger, die sagen, ich möchte jetzt trotzdem noch Chancen haben, eine positive Rendite zu erzielen. Ich möchte nicht einfach nur alles verkaufen und warten, bis die nächste Börsenphase wieder kommt, wo ich dann 6-7 Jahre nach oben laufe. Dafür wäre dann diese rechte Variante gut geeignet. Also soweit die rechte Variante. Jetzt gucken wir uns natürlich die andere Variante. Ich male hier vielleicht einfach mal so ein paar. Guck mal, dass man das vielleicht mal so ein bisschen. So. Jetzt haben wir quasi hier sind die zwei Möglichkeiten. Ja. Über das Produkt haben wir jetzt gerade gesprochen, jetzt haben wir quasi hier die Mittelspalte. Genau. Wer jetzt sagt, naja, 4,5, das ist ja irgendwie ganz nett, aber beim Aktienmarktinvestment, da verspreche ich mir doch ein bisschen mehr. Für den ist das linke Produkt nochmal eine riskantere oder eine risikoaffinere Variante. Denn hier sehen wir ja gleich, dass sich die PA-Rendite in zweistelligen Bereich bewegt, nämlich auf knapp 11%. Wie schaffe ich das? Naja, unter Inkaufnahme größerer Risiken. Und diese Risiken sind in der Gestalt größer, als dass ich sage, naja, diese Barriere, die ist jetzt 400 Punkte näher. Die ist jetzt also in Nähe des, ich sag mal, All-Time-Highs und nicht mehr bei 14.000, sondern die ist jetzt nur noch knapp 14% entfernt. Und jetzt sieht man, obwohl das nur, wenn man so möchte, 3,5% Unterschied sind in der Barriere, kriege ich da noch einen sehr, sehr erheblichen Renditeaufschlag vergütet, weil natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf 13,6 gehe, deutlich größer ist bis Mitte nächsten Jahres als auf 14.000. Das heißt, mit jedem Schritt, den ich diese Barriere näher an das aktuelle Kursniveau heranhole, steigt auch meine Aussicht auf eine PA-Rendite überproportional. Das sollten Anleger einfach wissen, aber es zeigt eben auch, dass es Alternativen gibt, wie man seine Rendite und sein Risiko ein bisschen steuern kann. Wer konservativ ist, für den ist die rechte Variante gut geeignet. Wer sagt, naja, 13,6 wird auch halten. So viel traue ich dem DAX jetzt gar nicht mehr zu auf die nächsten knapp 9 Monate. Der ist mit der linken Variante dann vielleicht etwas üppiger unterwegs. Also zwei Möglichkeiten, die etwas konservativere, die etwas risikofreudigere. Aber jeweils hatten Sie ja schon gesagt, wenn man davon ausgeht, der DAX geht eher seitwärts oder eben noch so ein bisschen runter. Für die Optimisten ist da jetzt quasi nichts dabei. Auf welche Risiken muss man generell noch achten? Naja, klar ist eins, wenn der DAX steigt, dann verliere ich erstmal hier mit diesem Produkt Geld während der Laufzeit, weil das natürlich entgegengesetzt in der Preisentwicklung reagiert. Der schöne Effekt an der Sache ist, dass die meisten Anleger sehr viele Positionen im Depot haben, die dann weiterhin performen, sodass sich das Ganze ein bisschen ausgleicht. Aber nichtsdestotrotz, steigende DAX-Werte führen zu Kursverlusten bei diesem Produkt. Wenn ich diese Barrieren aber dann tatsächlich während der Laufzeit verletze, also wenn ich hier 20, in diesem Fall 14 oder 17% nach oben laufe beim DAX, dann verliere ich natürlich auch über diese 13 bis 17% hinaus Geld. Das heißt, es ist möglich, dass ich hier Kursverluste von 15, 20 oder gar 25% auf diesem Produkt erleide. Das ist also ein Aktienmarktinvestment, wo man auch sagen muss, wenn es zu gut läuft beim DAX, dann regnet es hier richtig rein bei dem Produkt. Und zu guter Letzt, das darf man dann auch 10 Jahre nachnehmen, letztendlich auch noch nicht unerwähnt lassen. Letztendlich haben wir es hier mit Zertifikaten zu tun. Das sind rechtlich betrachtet Inhaberschuldverschreibungen. Das heißt, wenn HSBC als Emittent seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachgebe, dann droht hier ein umfangender Verlust hin bis hin zum Totalverlust. Das für den Fall, dass HSBC eben nicht mehr weitermachen kann. Das ist allerdings dann sicherlich, worauf die Anleger eher achten müssen, dass sie mit Stops arbeiten, dass der Markt nicht in die falsche Richtung läuft. Also Marktmeinung ist natürlich auch wichtig. Herr Köcker, vielen herzlichen Dank für das Interview. Liebe Zuschauer, also erstmal eine Meinung bilden ist natürlich immer wichtig, gerade hier am Markt. Und jetzt haben wir gerade zwei Möglichkeiten kennengelernt, wie man da eben zum Beispiel auf die Märkte setzen kann, wenn man davon ausgeht, läuft eher nicht so richtig prickelnd weiter. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.